Bereits zum 12. Mal wird der Bayerische Sportpreis verliehen. 3 Spiele, 5 Punkte, ungeschlagen. Die Löwen sind ordentlich in die Saison gestartet. Hast du dich irgendwo angemeldet oder wurdest du entdeckt? Wie war das genau? Am Wochenende fanden in Oberschleißheim auf der Regattastrecke die Bayerischen Meisterschaften im Rudern statt. Nun ist der Sportvorstand der Rudergesellschaft München bei uns, Thomas Schöpfner. Thomas, herzlich willkommen bei uns in der Sportarena. Hallo Christoph. Hallo Anja. Wie zufrieden wart ihr denn mit dem Abschneiden bei der Bayerischen? Es gab eine tolle Tribüne mit, glaube ich, 800 Zuschauern. Wie war denn die Atmosphäre so vor Ort? Wir schauen mal zu einer anderen Sommersportart, und zwar zum Surfen. Denn da gab es was ganz Spezielles am Wochenende, das Event Surf and Style am Münchner Flughafen. Maxi, was genau hat jetzt Köln besser gemacht, als ihr über die 90 Minuten gesehen? Ehrlich gesagt habe ich ein leicht mulmiges Gefühl. Aber es heißt ja immer so schön, es ist für Profis und für blutige Anfänger wie mich. Haching ist vielleicht ein bisschen im Umbruch. Es gibt ein paar neue Spieler und viele Leistungsträger müssen oder haben den Verein jetzt verlassen. Wie siehst du das neue Team jetzt allgemein? Dann fragen wir doch mal den Koordinator zu den beiden Titelverteidigern. Roland, Max Hauser und Bene Dorant haben den Titel verteidigt. Inwieweit war das für dich zu erwarten? Hast du denen was vor den Olympischen Spielen auf den Weg gegeben? Hattet ihr irgendwie Kontakt davor? Jetzt kommen wir mal zu fliegenden Fäusten. Und zwar der Schwergewichtler bzw. der Boxer Alexander Petkovic hat am Samstag seinen WM-Kampf gegen Mohammed Ali Durmaz gewonnen. Wladimir, ich war gestern bei Alexander Petkovic, der will unbedingt gegen dich kämpfen. Kämpfst du bald gegen ihn? Was? Wir kennen doch uns und er könnte mich anrufen und wir können darüber reden. Aber ich glaube, er hat einen guten Humor und den Alexander mag ich gern. Das war's. Wie gut ist er denn? Was fällt dir zu ihm spontan ein? Ja, der ist sehr gut, der ist sehr gut. Also wir sind befreundet auch und ich halte sehr viel von ihm, also menschlich gesehen. Wir haben jetzt gesehen, Tropenhitze zurzeit hier, vor allem in München. Wie war es denn bei der Hitze für euch zu spielen? Vielleicht fängst du mal an und dann Maxi. Wie sieht denn eigentlich so ein Spieltag bei euch aus? Ihr habt ja noch viel mehr zu bieten als nur das Footballspiel. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß beim weiteren Programm bei München TV. Bleiben Sie uns treu und schalten Sie nächste Woche wieder ein.